Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Letztes Mal haben wir ein bisschen was über uns erfahren. Oh. Hä? Er ist so heftig, dass wir da nicht rein können. Können wir rüberfliegen? Ja, nee, das machen wir dann später. Genau. Ja. Wir haben erfahren, dass eben die Behörde die ganze Zeit uns ausspioniert. Und, wir sind eben P7. Das ist halt auch schon mal ziemlich krass. Wir wurden die ganze Zeit gestalkt und so weiter. Also, wo bist du? Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Vielleicht ist es ein Steuerpult. Die Schienen zu bewegen. Aber warum? Ach, komm. So, ich schieß die einfach mal weg. Da stören die nicht. Hi. So. Hier geht's nicht rein. Da unten geht's rein. Hier geht's weiter hoch. Da war eine Tür, da gehe ich gleich rein. Ach so. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Ja, ich würde vielleicht mal. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Ja. Aber ich schaue erstmal hier. Weil oben geht es ja weiter. Oben war das Steuerpult. Deswegen muss ich mal hier vorbeischauen. So. Hier gibt es wieder was zu lesen. Ah, wieder die Zähne. Rate mal, wer gerade eine Anlieferung 100 winziger kleiner Schachteln inspizieren musste. Das war ich. Und weißt du, was in jeder Schachtel war? Nee, befand? Ein einzelner menschlicher Zahn. Scheiße, ekelhaft. Und warum haben wir das jetzt gemacht? Vielleicht geht das Tor dann auch. Vielleicht. Da haben die haben einfach so ein krasses Schienennetz U-Bahn-Ding unter der Erde. Junge. So. Aber ich bin so gespannt, wie es ausgeht. Sind wir hier richtig? Also da kamen wir jetzt nicht mehr weiter, ne? Ja, genau. Dann sind wir da, würde ich sagen, richtig. Es ist mir gerade ein bisschen zurück, warte. Mal überall hinschauen, ob nicht eine kleine Truhe hier ist. Eine kleine Truhe. Nee. Na gut. Ah, shoot, schon wieder da. Ja.
Drachen. Jetzt leck mich. Oh Gott. Ich hasse die Dinger. Die sind echt. Uiuiui. So. Okay, hier war nichts. Dann gehen wir mal weiter hoch. Ah, da hinten ist was. Aber da kommen wir erst später hin. Gibt es da noch was? Ja, yeah. Ah, super. So. Würgendes Schmettergeschoss. Ja, da gibt es nichts. Ja, okay, wir haben einfach mal ein Flugzeug hier drin. Gut, warum nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich damit tue, aber das muss heute sein. Die. Hier ist auch noch was. Ah, da ist auch noch was. Super, super. Hier gibt es einen Aufzug. Aber wo ist jetzt... Nein. Warte. Ja, wir brauchen noch einen. Aber wo ist der? Vielleicht muss ich in den Aufzug steigen. Okay. Ah, wo ist das Ding hin? Ah, hallo. Wow. Komm her. Ah, das Ganze war für den Aufzug. Ich dachte, das wäre, um das Tor aufzumachen. Falsch gedacht. Suche nach dem Dia-Projektor einem Objekt der Macht. Guten Tag. Stellvertretender Agent, also. Hi. Alter, jetzt, puh. Wieso? Ja, jetzt geht's wieder. Hatte ich keinen Mana mehr? Oder keine Macht mehr? Das war ja ultra knapp. Gut, also, ja. Easy, alles easy. Kein Grund zur Sorge. So, jetzt kann ich lesen. Flugzeug. Das fragliche Flugzeug wurde von einem Privatflugplatz in der Nähe von Chinati hergebracht. Es steht unter Verdacht mit dem AW von im Zusammenhang zu stehen. Siehe Fallakte bla für weitere Informationen.
und wird derzeit auf gewandelte Eigenschaften hin untersucht. Das Flugzeug wird momentan im Transitkorridor des Isolationssektors gelagert. Wohin? Ach so, okay, also ja, okay. Das Flugzeug wird gelagert, wohin es durch die U-Bahn-Tunnel nach New York gebracht wurde. Besonderer Zugriff, bla bla bla, bla 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 bla, bla Tunnelverbindungen, Geisterbahnhöfen verlassen, bla bla bla. Die Blackbox des Flugzeugs wird derzeit auf bla 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 hin untersucht. Und ein Forschungsteam hat erste Messungen vorgenommen, obwohl bisher noch keine gewandelte Eigenschaft festgestellt werden konnte. So. So. Sorry. Na komm. Warte, ist da drin noch was? Nö. Okay, was ist hier los? Setz dich mal wieder hin. Auf dem ersten Dia waren ein Zimmer mit schmutzigen Tapeten und Puppen auf ein Regal. Es gab eine Menge Puppen. Dylan Faden. Das Haus war leer, keiner wohnte da. Upsi. Wir spielten dort sehr viel. Es war unser geheimes Spielhaus. Jesse Faden. Therapiesitzung 2010. Ich bin mit Neil zur Schule gegangen. Einige der Kinder nannten ihn Neil den Nasenbluter. Anmerkung vermutlich Neil Hosenberg vermisst. Er war gemein. Er hatte Asthma. Nee, es war gemein. Oh. Tom, Anmerkung vermutlich Tom Barlow vermisst. Und seine Bande Freddy, Anmerkung vermutlich Freddy bla bla vermisst. Hugo, Anmerkung niemand mit diesem Namen in dem System gefunden, hänselten ihn. Wir brachten Neil zur Müllhalde zum Spielen. Dylan Faden. Unbestätigte Existenz eines weiteren Dias. Bezeichnung Haus. So. Ruhe hier. Sie hören Amerika Overnight und wir feiern 29 Jahre Lichtschein im Schatten. Danke, dass Sie bei uns sind. Hier ist unser erster Anrufer. Hi, was ich jetzt sage, wenn die das rausfinden, ich weiß nicht, was dann passiert. Wenn wer es herausfindet? Die Männer in den Anzügen. Sie sagten mir, es sei ein Arbeitsunfall gewesen, aber das ist was anderes. Etwas, worüber niemand spricht. Ordinary. Das klingt ja nach einer Verschwörung, Anrufer. Nein, keine Verschwörung. Ordinary. Es ist eine Stadt und es war kein Arbeitsunfall. Ich meine, das sagten die zwar, aber das ist doch scheiße. Ach, bitte, achten Sie auf Ihre Worte. Es mag 2 Uhr morgens sein. Es alle. Wissen die noch eine Familiensendung? Mein Bruder lebte dort. Sie sagten, die Stadt sei zerstört worden. Sie sagten, die Stadt sei zerstört worden, aber das war sie nicht. Ich war da. Die Leute sind weg, aber die Stadt ist da. Sie ist immer noch da. Ist die Bevölkerung einer ganzen Stadt verschwunden, aber die Stadt ist noch da. Sagen Sie mir, stand der Satz, es gibt keine Erlösung irgendwo? Ich bin nicht sicher. Dasselbe geschah 23 in Brasilien. Ein Dorf namens Rua Verde. Mehr als 600 Menschen waren einfach weg. Die Regierung sagte, sie flohen vor Guerillakämpfern. Aber wir kennen die Wahrheit. Eine Massenentführung. Wie von meinem Stammgast Dr. Quincy Reagan vorhergesagt. Entführung? Sie meinen Aliens?
Das ist scheiße! Ich weiß, dass Sie lügen! Aber Sie gerahmt über. Ich fürchte, wir müssen das leider abbrechen. Und ein gutes Timing. Es ist Zeit für eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. America Overnight ist gleich zurück. Was ist denn dieses komische Geräusch hier? Okay, Ordinary. Details beruhen größtenteils auf Interviews mit Dylan Faden. Relevante Interviews mit Informationen in Interviews und beschaffte Therapiesitzungen von Jesse Faden. Okay, also die wurden einfach beschaffen und die Frau, die Therapeutin, war nicht von denen. Sowie Indizbeweise, die am Standort Ordinary gefunden wurden. Bitte beachten Sie, dass alle drei Quellen sich widersprechende Daten enthalten. Beispiel: Dylan Faden behauptet, dass es 8 Dias für den Projektor gegeben hat. Jesse Faden sprach von 9 Dias. Die Behörde fand ein intaktes Dia, Bezeichnung 36, und die verbrannte Überreste von 6 anderen. Leider sind diese Dias zu beschädigt, um sie in dem Projektor zu verwenden. Es wird angenommen, dass Jesse Faden für die Verbrennung der Dias verantwortlich ist. Anmerkung: Dr. Darling, ja, das süße Darling, hat befohlen, dass die gesamte Mülldeponie der Stadt Ordinary zur Untersuchung und Analyse in die Behörde gebracht werden wird. Er hofft, weitere Dias und weitere gewandelte Materialien zu finden. Da der Platz im Untersuchungssektor begrenzt ist, wird das AWE im Isolationssektor. Die haben jetzt eine komplette Mülldeponie hierher gebracht. Da ist eine Da ist eine kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Sie werden angezogen von archetypischen Objekten, Waffen, Fernsehern oder einem Spukhaus. Nun, Menschen beeinflussen diesen Prozess. Das kollektive Unbewusste ist wie eine Karte. Der Schlüssel ist da, aber wir benutzen ihn falsch. Wir erschaffen diese Archetypen im täglichen Leben. Popkultur, moderne Legenden. Aber wir beobachten und steuern dabei ein komplexes Feld von Kräften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Gefäß für diese Kräfte wird, steuern wir nur durch unsere Gedanken. Aber noch können wir das Ergebnis nicht kontrollieren. Und doch wohnt eine Kraft in uns. In unseren Träumen, in den Realitätskonzepten, die unser Geist erschafft. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Sind wir der Ausgangspunkt oder nur ein notwendiges Übel dabei? Ein Nebenprodukt, eine Spiegelung, eine Projektion? Wir werden um Antworten auf diese schwierigen Fragen kämpfen. Bis in den Tod. Kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserem... So. Dylan Faden, Interview 2002. Jesse und ich folgten den Dungaffen in die Höhle. Den Dungaffen, was? Da waren sehr viele von ihnen. Es waren mehrere Kinder aus der Stadt hinzugekommen. Es war eher echt unheimlich. Jesse ergriff den Projektor und wir rannten so schnell, wie wir konnten davon. Da waren mehr Kinder davon. Okay. Sie jagten uns. Die Affen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen langsam. Sie jagten uns. Ich fiel und verletzte mich am Knie. Jesse versuchte, mir zu helfen, aber die Dungaffen kamen näher. Sie würden uns bald eingeholt haben. Aber dann tauchte Neil auf. Neil sah aus wie ein Hund. Wie ein geschmolzener Hund. Aber ich wusste, dass er es war. Neil sagte ganz viele Male, dass es ihm nicht gefiel, ein Junge zu sein, weil Tom ihn gerade verprügelt hatte. Oh, ich glaube, ihm gefiel es, ein Hund zu sein. Hä?
Jesse Faden, Therapiesitzung wieder 2010. Projektor ließ sich nicht ausschalten. Darum wechseln wir das Dir zur Hand. Ich hörte sie sofort. Sie versprachen zu helfen. Dylan Faden 2002. Jesse sagte, wir sollten sie Polaris nennen, weil sie gerne Sterne. Was? Weil sie gerne Sterne in der Schule hatte. Okay. Information. Weitere Dia mit Bezeichnung Hand, Dia 36, ist verifiziert und im Besitz der Behörde. Unbestätigte Existenz eines paranatürlichen Wesens, Bezeichnung Hund Neil. Ach, warte. War das das hundähnliche Ding in der Box? Mit den ganzen Zähnen und so? Oh Gott. Welt als abgewandelte Weltereignisse. Oh je. Sie werden angezogen von Dylan Faden, 2002. Nachdem was mit Mrs. Chester in der Schule passiert war, fingen wir an, Tom auszuspionieren und wir sahen, wie sie den Projektor brachten. Jesse Faden, Therapiesitzung 2010. Tom und seine Neandertaler nutzen die Schlittenhügelhöhle als Hauptquartier. Dort war der Projektor. Sie hatten das Tempel-Dia verwendet. Wir nannten ihn so, aber es war eigentlich nur ein kaputtes Ding aus Beton. Wie ein Lagergebäude oder ein Schutzbunker oder sowas. Sehr dunkel. Die Nichtmutter lebte dort mit ihren Babys, Kinder, ich weiß es nicht. Sie gab Tom und den anderen ihre Milch zu trinken. Sie verwandeln sich in ein kleines Monster. Wir nannten sie Dungaffen. Was? Oh Gott, ich komme gar nicht mehr klar. Information. Unbestätigte Existenz eines weiteren Dias, Bezeichnung Tempel. Eines paranatürlichen Wesens, Bezeichnung Nichtmutter. Was ist da? Okay, das ist ein bisschen gruselig. Ein rotes Haus. Okay, erstmal anhören. Die jährliche Evaluierung von Dylan Faden, ehemals P6, durchgeführt von Dr. Calavone. Die hier gestellten Fragen entsprechen der 5. Ausgabe von Gunners psychologische Einstufung. Sind Sie bereit, Dylan? Gut, beginnen wir. Beschreiben Sie in einem Wort die Welt um Sie herum. Wo ist Kasper? Dr. Darling ist heute nicht im Haus. Er ist immer da. Wollte nicht kommen, oder? Er besucht mich nicht mehr. Nicht seit Roberts. Sagen Sie, Darling, es war nicht meine Schuld. Ich konnte es noch nicht kontrollieren. Aber jetzt schon. Ich hab's gelernt. Sagen Sie ihm das. Beschreiben Sie bitte in einem Wort die Welt um Sie herum. Eine Zelle. Eine kalte, leere Zelle. Nicht mal ein Poster an der Wand. Was ist die nächste Zahl in dieser Reihe? 3, 6, 9, 12, 15. 18! Welchen Tag haben wir heute? Wie zur Hölle soll ich das wissen? Sie geben mir doch keinen Kalender. Sie finden einen Hasen im Wald. Er atmet, bewegt sich aber nicht. Sie sehen kein Blut. Was tun Sie? Nichts. Erläutern Sie das. Ist doch egal, weil der Hase nicht echt ist! Nichts ist echt! Welchen Tag haben wir heute? Stellen Sie den Leuten gerne Fragen, die sie nicht beantworten können? Bringt sie das durch den Tag? War das ihr Traum, als sie noch eine dumme kleine Göre waren?
Können Sie mir einen Hund beschreiben? In Ordinary hatten wir einen Freund. Nasenbluter Neil. Als der Wahnsinn ausbrach, Sie wissen schon, verwandelte sich Neil in einen Hund. Oder etwas Ähnliches. Welchen Tag haben wir morgen? Verdammt nochmal, woher zur Hölle soll ich das wissen? Ohne Kalender! Keine Ahnung! Dylan, beruhigen Sie sich. Sie können mich mal! Sie und scheiß Kasper! Hey, siehst du zu, du alter Wichser? Hast du die Schnalle geschickt, weil du Schiss vor mir hast? Wo ist Kasper? Schicken Sie jemanden, ich brauche... Gut. Ja, gut. Also, Kein Wunder, dass Dylan so geworden ist, ganz ehrlich. Oh Mann. Gut, aber wie es weitergeht, ich bin so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wow. Ich will jetzt weiterspielen. Genau, das sehen wir dann nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.